Also, lass uns doch noch kurz beten. Vater, wir danken dir für deine Güte und für deine Treue. Wir danken dir einfach auch, dass wir heute Abend das Thema von Träumen anschauen dürfen. Wir loben und preisen dich auch einfach für den Heiligen Geist, der uns führt, uns leitet und dass wir auch von deinem Wort her können Sachen sehen, können lesen, können begreifen, können Offenbarung bekommen, dass du uns auch Erkenntnis diesbezüglich gibst in Jesu mächtigem Namen. Amen. Ja, Träume. Gehört da ein bisschen, was der Psychologe auch gesagt hat, dass es Träume auch vielfach auch vom medizinischen her sicher noch nicht ganz total erforscht ist, aber ein grosser Teil sind sie sicher schon viel weiter, dass sie eben erkennen und auch können eben Hirnaktivität können feststellen, was passiert, wenn man Träume tut und welche Bereiche das auch aktiv sind. Und wieder so, als auch von ihm gehört haben, er sagt, dass alles, also das ganze Hirn mehr oder weniger aktiv ist. Es ist sicher so, dass vielleicht die Fantasiebereiche und dort, wo auch die Emotionen sind, sind 30% stärker aktiv als im Vergleich vielleicht zu den faktischen, logischen Sachen, die man im Kopf abhandeln tut, die sind während dem Träumen weniger aktiv. Das sind also Sachen, die sie einfach gesehen haben, die sie mit diesen Magnetresonanz-Tomographen gesehen haben, welche Bereiche im Kopf, also im Hirn, nachher aktiv sind. Ich bin natürlich kein Schlafforscher, auch kein Traumforscher in dem Sinn und von dort her vom medizinischen kann ich da nicht viel dazu sagen, außer was ich vielleicht ein bisschen aus dem Allgemeinwissen auch weiss, eben auch die sogenannte REM-Schlafphase, oder das Rapid Eye Movement heisst das REM. Manchmal sieht man das vielleicht auch beim Hund oder sonst, wenn man halt jemand, ein Kind beobachtet beim Schlafen, dass eben die Augen ist, man merkt, da ist eine Aktivität vorhanden. Das ist sicher die Phase, wo am aktivsten ist, in dieser REM-Phase, wenn man eben so Sachen träumen tut oder wo man eben auch die Geschichten oder er sagt jetzt Märchen träumen tut, wo wenn man verwachen tut, dass man nachher weiss, hey, das habe ich geträumt, oder? Manchmal ist es auch so, habt ihr vielleicht selber schon erlebt gehabt, dass wenn ihr in so einer REM-Schlafphase sind, beziehungsweise am Träumen sind, der Wecker schallt, dass dann der Wecker den Traum abstellt, oder? Und manchmal sind es ja die schönen Träume vielleicht sogar und, hast du mich jetzt müssen wecken, oder? Jetzt kann ich den Traum nicht fertig träumen, oder? Mir ist das auch schon, manchmal erkennt man so Sachen, weiss man, was man noch geträumt hat. Vielfach sind nachher so Aufwachphasen in so einer REM-Schlafphase, so dass man nachher einfach auch gerade wieder in der Minute eigentlich vergisst, was man noch geträumt hat. Oder? Und das ist manchmal ja, ist ganz interessant. Oder? Also da kann man sicher noch vieles schauen, auch vom medizinischen her. Gibt es da sicher auch Fachbücher und weiss ich nicht was, alles. Aber dass man sicher auch wissen, dass eben jeder Mensch träumt. Und das ist ein normaler Ablauf. Es wäre schlimm, ich glaube, das sind auch Forschungen gewesen, was sie gemacht haben. Dort, wo Menschen scheinbar nicht mehr träumen können, dass das auch schlimm ist für einen Menschen. Weil durchs Träumen eben vieles auch verarbeitet wird. Und ich mag mich nur erinnern, als wir da durch das Amerika, durch den Wilden Westen gefahren sind und einfach nur so den roten Felsen gesehen haben. Bin ich zwar müde gewesen, hat die Augen zugetan, aber alles, was ich gesehen habe, war einfach rote Felsen gewesen. Das ist, der Film ist einfach vom ganzen Tag ist einfach wie noch weitergegangen, oder? Und so ist es vielfach, dass Sachen, die man erleben tut, auch im Tag, durch den Tag, durch, ob das jetzt positiv ist, ob das auch negativ ist, dass man das auch in einer Schlafphase, in der Traumphase nachher auch ein Stück weit verarbeiten tut. Der Freud, was ja nicht unbedingt immer unser Freund ist, aber der Freud hat mal gesagt, Träume sind ein Spiegel der Seele. Also, und wenn man seine Analyse ein bisschen schaut, was er über Träume sagt, dann hat er da ganz
ganz wirre Sachen, die er da auch behaupten tut und so weiter. Aber grundsätzlich sagt er, Träume sind ein Spiegel oder ist eine Reflexion von unserer Seele. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die kann man ein Stück weit kann man die sicher annehmen. Das heisst aber nicht, dass jeder Traum einfach ein 1:1 Widerspiegelung ist von unserer Seele. Aber sicher ist es auch gut und das ist, denke ich, ein wichtiger Bereich, den wir anschauen müssen in dem ganzen Thema von Träume. Wir können das auch verschieden lesen. Wir können es auch so lesen, Träume. Also Träume klein als Verb und das zweite Träume gross als Nomen, oder? Lass uns träumen, oder? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das machen, dass wir Träume haben in unserem Leben, auch Ziele haben oder Sachen, wo man eben dem auch Traum sagt. Weil ein Traum, das Wort Traum wird auch für Verschiedenes gebraucht, oder? Ein Traum ist nicht nur, wenn man die Augen geschlossen hat und irgendetwas in einer Schlafphase träumt, sondern ein Traum ist ja auch etwas, oder wir brauchen das Wort auch, wenn wir irgendein Ziel haben in unserem Leben, das wir erreichen wollen. Leute träumen von einem besseren Auto, Leute träumen zu heiraten, Leute träumen eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen, in die Ferien zu gehen oder in das Land. Oder es gibt verschiedene Träume oder im Beruf können eine Karriere zu machen. Und all das ist ja gut und man soll Ziel haben. Amen. Das ist ein wichtiger Bereich, oder? Und so lass uns mal einfach ein bisschen weit anschauen, auch was sagt die Bibel zu Träumen, oder wo tut die Bibel über Träume etwas sagen? Und auch, dass wir sehen, spricht Gott durch Träume, auch dass wir das ein bisschen weit anschauen tun. Und in dem Sinn kann man bei beiden Fragen eigentlich sagen, wenn man das als Frage anschaut, ja, die Bibel redet über Träume, sie sagt etwas über Träume. Und ja, Gott redet auch durch Träume, das stimmt auch. Aber lass uns da ein bisschen näher drauf eingehen. Und wenn wir vielleicht einfach so pauschal fragen, wo siehst du Träume in der Bibel? Der Josef, genau. Sonst noch Leute, die geträumt haben? Der Petrus? Ja? Nein, das war nicht der Traum. Richtig. Wie ist es mit dem Josef? Also Josef, hast du schon gesagt. Wie ist es mit dem Bäcker gewesen und mit dem Metzger, den er im Gefängnis getroffen hat? Die haben ja einen Traum gehabt, oder? Wie ist es zum Beispiel mit dem Pharao gewesen, der einen Traum gehabt hat? Wo nachher mit den 7 Kühen, mit den fetten und mit den mageren Kühen, mit den fetten und mit den mageren Garben, wie steht es mit dem Jakob, der der Himmelsleiter geträumt hat oder auf der Flucht war von seinem Bruder und den Traum hat, wo er seinen Kopf auf einen Stein gelegt hat, wie es im 1. Mose Kapitel 28 heisst. Dort ist der Traum nachher beschrieben, dass er gesehen hat, der Himmel ist geöffnet worden, die Himmelsleiter und Engel sind auf und abgegangen. Josef, sein Traum von seinem Kleid, beziehungsweise er hat den Mantel bekommen, das war nicht der Traum, sondern er träumte, wie seine Brüdchen oder wie die anderen Garben sich vor ihm verneigen tun. Das war sein Traum. Wie gesagt, der Traum vom Pharao, oder? Von dieser Hungersnot, von diesen 7 fetten und von diesen 7 mageren Jahren, wo nicht der Pharao deutet hat, sondern der Josef deutet hat. Der Daniel, der Nebukadnezar seinen Traum ausgelegt hat. Der Nebukadnezar, der einen Traum hat. Dann sehen wir auch in Matthäus Kapitel 1 zum Beispiel, wo der Engel im Traum dem Josef erschienen ist und ihm gesagt hat, verlass Maria nicht, sondern das, was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist gezeugt und gib ihm den Namen Jesus, oder? Das ist auch durch einen Traum ist das passiert.
die Weisen, genau, im Morgenland, die haben einen Traum gehabt, im Kapitel 2, Matthäus 2, Vers 12, wo es heisst, dass sie in einem Traum gewarnt worden sind, dass sie nicht sollen zum Herodes zurückkehren und sie auf einem anderen Weg dann das Land verlassen haben. Gerade im nächsten Vers, im Vers 13 vom 2. Kapitel von Matthäus, ist wieder ein Traum, wo Josef ein Engel erschienen war und ihm gesagt hat, er soll seine Familie nehmen und sie soll nach Ägypten flüchten. Genau, so sehen wir immer wieder verschiedene Träume, vorgekommen sind, wo wir sehen, dass Leute gewarnt worden sind. Sei das vor Hungersnot, Leute sind gewarnt worden vor Verfolgung oder vor dem Tod. Beim Jakob sehen wir die dienstbaren Geister, sehen wir die Engel, die da sind, um zu dienen, um den Menschen zu dienen, dass das, was im Himmel dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, könnte man sagen, dass da eine Verbindung stattfindet vom Himmel zur Erde. Beim Josef sehen wir sicher auch, dass der Traum auch eine Zukunftsbedeutung gehabt hat, wo gerade bei ihm selber eben seine Lebensgeschichte oder sein Lebensziel in dem Sinn oder seine Lebensaufgabe in dem Traum eigentlich vorhanden war. Und das war nicht in erster Linie, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen tun, sondern schlussendlich eben auch, dass er zu einer Position ansteigen tut, wo er die Welt vor dem Hungerstod errettet tut, durch den Plan, wo Gott ihm gegeben hat. Und durch das nachher die Ehrfurcht oder der Dank auch von seinen Brüdern bei ihm wird kommen, weil sie eben zu ihm gekommen sind in der Annahme, dass er gar nicht ihre Brüder ist, sondern dass er einer von den Fürsten in Ägypten ist und sie deshalb sich vor ihm verneigt haben. Beim Nebukadnezar, auch dort sehen wir immer wieder die Geschichte, wie Gott auch gewirkt hat und wie Gott eben nicht nur den Gläubigen Träume gegeben hat, oder auch beim Bäcker, beim Metzger im Gefängnis ist es auch darum gegangen, dass ihre Zukunft oder naheliegende Zukunft von wie es auskommen wird mit ihrem Leben durch den Traum nachher gedeutet worden ist. Und so sehen wir immer wieder verschiedene Sachen, wie Gott eben warnt, wie er Sachen richtig stellt, wie er Vision gibt, wie er Lebensziel gibt, wie er einen Sparplan oder einen Plan gibt für nicht nur für Einzelne, sondern wo er nachher eine Auswirkung hat für eine ganze Nation. Und das ist gut, oder? Das ist hilfreich und das sind auch fantastische Geschichten, oder? Wo sich nicht nur mein eigenes für die Bibelschule oder für die Sonntagsschule an ihn wollen sagen. Weil viele von diesen Traumgeschichten, die haben wir auch in der Sonntagsschule schon gehört gehabt, oder? Wie Gott eben auch die ganze Weihnachtsgeschichte, oder? Mit Jesus, mit der Geburt und wie die Engel gekommen sind und Josef im Traum erschienen sind, oder die ganze Geschichte mit dem Jakob, oder eben mit dieser ganzen Geschichte vor allem von Josef, ist sicher eine wunderbare Geschichte, wo man sehr vieles daraus herausnehmen kann und kann lernen in dem Sinn. Genau. Die Bibelstelle, wenn ich ein bisschen schaue, auch sonst, wo Stellen, die vielfach auch gebraucht werden oder häufig gebraucht werden, zum Träumen deuten, ist zum Beispiel eine, ist aus dem Hiob, Kapitel 33. Und lass uns vielleicht die mal lesen. Hiob 33. Und lesen möchte ich da den Vers 15 und den Vers 16. Hiob 33, Vers 15. Im Traum
in der nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer, auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für die, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden, den Hochmut vom Mann abzuhauen. Also im Schlaf, im Traum, in der nächtlichen Vision oder in der nächtlichen Träumen, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer, auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen oder öffnet er das Herz der Menschen. Je nachdem, welche Übersetzung das man nimmt, sind die Worte ein bisschen anders, aber das Wort Traum ist in allen Übersetzungen mehr oder weniger drin. Vision ist nicht immer drin, aber vor allem der Traum. Und das ist eine Stelle, die vielfach genannt wird oder wo vielfach auch gebraucht wird, wenn es darum geht, um Träume zu deuten. Um eben aufzuzeigen, in dem Sinn, dass Gott im Traum die Herzen, die Ohren der Menschen öffnen tut. Eine weitere Stelle, die auch gebraucht wird, ist in den Sprüchen Kapitel 25. Das ist der zweite Vers, Kapitel 25 von den Sprüchen, Vers 2. Was heißt der Himmel? Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Und vielfach ist es ja so, dass Leute Träume haben und vielleicht verwachen und manchmal wissen sie, was der Traum soll heissen oder was der Traum war oder vielleicht was der scheinbar für eine Bedeutung hat. Aber vielfach, ich bin manchmal schon mit Leuten konfrontiert worden und auch Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, du Pastor, ich hatte den und den Traum gehabt, was bedeutet das? Also Leute, die einen Traum hatten und sich an den haben können erinnern, die zum Teil sogar aufgeschrieben hatten, aber die Bedeutung, was der Sinn dahinter ist, haben sie nicht gewusst gehabt. Eine spezifische Person habe ich mal getroffen. Und ich rede von Christen, ich rede von geisterfüllten Personen, wo mir gesagt haben, dass sie Träume haben und dass sie fast täglich Träume haben. Aber sie wissen nicht immer, was es bedeutet. Und dann habe ich gefragt, ja, lese ich die Bibel? Ja, nein, das ist der Traum, das ist viel wichtiger gewesen, der Traum. Das Wort Gottes ist plötzlich gar nicht so wichtig geworden, oder? Ist gar nicht so wichtig gewesen, weil das ja neu mehr durch, egal was es ist, oder egal was für eine Manifestation, dass es kann sein und dass doch das der Strahl muss sein, dass das doch muss der Filter sein, dass das doch muss der Maßstab sein, der Kanon, oder? Ist der Maßstab, den Gott uns gegeben hat, sein Wort. Und das ist wirklich einfach etwas Wichtiges und etwas Zentrales. In der heutigen christlichen Welt sieht man vieles von Träumen und hört man vieles und man hört auch von prophetischen Träumen. Gerade dort, wo das Wort auch prophetisch viel gebraucht wird oder gängiger ist, wird es halt manchmal auch im Zusammenhang mit Träumen wird das manchmal auch gebraucht. Ich habe auf einer Webseite von einer Kirche habe ich das da gefunden, jemand, der schläft, Traum anmelden, du kannst da den Vornamen, den Nachnamen, kannst deine E-Mail eingeben, kannst deinen Traum, kannst du dort hinschreiben und dann kann der deutet werden. Dann kommst du innerhalb von 3 Wochen, tut sich dort ein Traumdeutungsteam, tut sich mit dem befassen und schickt dir nachher eine Deutung zurück. Das geht's, das ist gang und gäbe. Oder? Es ist einfach die Frage, was ist richtig und was ist nicht richtig, oder? Lass mich noch aus etwas herauszitieren von einer Person, die selber sich in dem Sinne üben tut und er sagt von sich selber,
Ja, lass mich einfach die zwei Abschnitte kurz lesen. Wenn man sein Herz öffnet und die Möglichkeit, dass Gott durch Träume spricht, in Betracht zieht, dann wird man merken, dass sehr viele Menschen Träume haben und nach einer Deutung suchen. Sobald man offen wird für Gottes Stimme, egal auf welche Art und Weise er zu einem spricht, wird er auch vermehrt kommunizieren. Also neu mit Ohren, ja, kann man dort meinen, je mehr, dass man dort träumt oder je mehr, dass man sich öffnet für die Träume, umso mehr, dass nachher Gott zu einem kommuniziert. Das ist mehr oder weniger die Aussage. Dann sagt er wieder, ich habe in meinem Leben mehr als 40.000 Träume gedeutet, schreibt sowohl von Christen als auch von Nichtchristen. Es waren nicht alle von Gott, einige waren Produkte der menschlichen Seele, andere waren unmöglich zu deuten. Ich bin immer noch am Lernen, wie Gott durch Träume zu uns spricht und wie Träume uns helfen können. Auch das ein Auszug unserer mehr oder weniger bekannten Schweizer christlichen Webseite, wo das so vorhanden ist. Also er sagt, ich habe über 40.000 Träume habe ich gedeutet. Ziemlich viele sind sicher christlich gewesen, oder biblisch in dem Sinn, wie er sagt, sowohl von Christen als auch von Nichtchristen. Nicht alles sind eben Träume, wo der Ursprung von Gott ist, sagt er selber, dass viele auch ein menschliches Produkt sind oder von der menschlichen Seele. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen, dass wir, und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig zu verstehen, dass wir Geist, Seele und Leib sind. Und auch wenn wir eine ganze Traumdeutung, auch in der ganzen Medizin, wo ja dort forschen tut und sehr vieles forschen tut und auch sehr vieles am herausfinden ist und wo auch sicher sehr hilfreich kann sein, wo Leute, die mit dem Schlaf zum Beispiel Probleme haben oder vielleicht eben auch mit Albträumen oder verschiedenen Sachen Träume haben oder wie sie Sachen verarbeitet werden, da können sie sicher einiges daraus herausforschen. Aber dass wir uns dort auch müssen, einfach auch bewusst sein, dass das in erster Linie ein seelischer Bereich ist, wo da angesprochen wird. Aber wenn wir jetzt einfach alle miteinander die Augen zutun, dann schon nur beim Zutun von den Augen sehen wir gleich irgendetwas in der Fantasie, oder? Wenn wir noch irgend Wort dazu zubringen, wenn ich grün sage, dann sieht vielleicht jeder etwas anderes. Der eine sieht Irland, der andere sieht, weiß ich auch nicht was, ein grünes Rüebli oder einen grünen Äpfel oder einen grünen Kawasaki könnte es auch sein. Oder, man assoziiert ja gewisse Begriffe nachher mit einem Bild. Oder? Das machen wir automatisch. So haben wir auch Sachen gelernt. Oder? So haben wir angefangen, sei das mit Formen, mit Farben, mit verschiedenen Sachen, haben wir die Sachen gelernt. Und das war nichts Geistliches gewesen, sondern das ist rein emotionell, ist rein vom Verstand her. Das ist etwas, was der Seele innen ablaufen tut. Und das müssen wir uns wirklich bewusst sein, dass der Traum in erster Linie etwas ist, was in der Seele innen sprechen tut. Oder etwas, was in der Seele innen, ich sage jetzt das einfach einmal so, ablaufen tut. In erster Linie und nicht in unserem Geist innen. Man hört zwar immer wieder, und man hört auch viel so Zeugnisse auch in der letzten Zeit, auch von Muslime zum Beispiel, wo eine Erscheinung haben von Jesus oder wo scheinbar im Traum heisst es vielfach, Jesus ihnen erschienen ist. Das hört man auch, oder? Ja, ist jetzt das wirklich Jesus gewesen oder ist das nicht Jesus gewesen? Ist das wirklich ein Traum gewesen oder was ist das gewesen? Und dort glaube ich auch, ich werde das nicht anzweifeln, dass Jesus jemandem erschienen ist. Und überhaupt nicht. Meine Frage ist eher, sind wir fähig, das, was wir erlebt haben, ein Stück weit auch einzureihen? Und genauso wie das der Traum oder das Wort Traum eigentlich ein Wort ist, das eben sehr viel
schichtig all gebraucht wird. Es wird für einen Tagtraum wird's gebraucht, es wird für ein Fernziel wird's gebraucht, es wird gebraucht, ein Traum kann eben ein Traum sein, wenn man schlafen tut. Ein Traum kann aber auch sein, dass eben, dass irgendwie eine Botschaft kommt, sei das von Gott, so wird das Wort auch gebraucht. Ein Traum kann aber auch sein, dass ein Albtraum, ein Furcht, ein etwas Dämonisches vorhanden ist. Also, das, das Wort ist sehr vielschichtig, wird das angewendet, wie auch das Wort Kaffee, oder? Wir alle haben Kaffee gern, aber ich trinke ihn am liebsten schwarz und du hast ihn vielleicht lieber mit einem Creme drin. Der andere, der eine will ein bisschen schwächer, der andere ein bisschen stärker, der eine länger, grösser, mit Schaum oder weniger Schaum und so weiter. Wir sagen aber allem Kaffee. Ob es jetzt Zucker noch drin ist, ob noch Milch drin ist, oder Rahm drin ist, oder ein Göpfli oder ein Schnaps, oder was auch immer. Wir sagen dem einfach Kaffee. Als Grundbegriff. Und trotzdem sehen wir, dass sehr viel an verschiedenartigen Inhaltsstoffen da können vorhanden sein. Und ich glaube, dort müssen wir auch vorsichtig sein oder müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir selber das Wort Traum brauchen, gerade im Zusammenhang von biblischen Ereignissen. Und jetzt haben wir ein paar Träume aus dem Alten Testament in erster Linie angeschaut oder aufgezählt, wo Gott in einem Traum erschienen ist oder Menschen einen Traum hatten und eine Botschaft weitergegeben worden ist. Und die Bibel tut das ja aufschreiben. Es ist vorhanden, oder? Es ist passiert. Also das ist nicht anzuzweifeln. Und das mache ich auch nicht, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, dass eigentlich das Träumen und die Botschaften, wo Gott mit einem Traum oder durch den Traum zu den Menschen gekommen ist, eigentlich mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus Christus mehr oder weniger aufgehört hat. Wir können das Neue Testament anschauen und das Wort Traum kommt noch zweimal vor. Mhm. Noch zweimal kommt es vor. Und zwar, also wenn wir jetzt das Neue Testament, wenn wir davor reden, dass wir Apostelgeschichte bis zum Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Wenn wir von der Apostelgeschichte, also vom Tag von der Pfingsten, wo die Erfüllung mit dem Heiligen Geist da war, da kommt das Wort Traum kommt noch zweimal vor. Und das erste Mal ist es, was der Petrus selber ins Maul nimmt, wo er zitiert aus dem Joel, wo er sagt, die sind nicht betrunken, wie ihr das denkt, sondern die sind voll von Heiligem Geist. Und der Joel hat die Bibelstelle, oder er hat nicht die Bibelstelle prophezeit, sondern die haben wir nachher, die ist im Joel, hat die nachher aufgeschrieben gehabt. Und das ist ja die Stelle, wo es heisst, dass der Geist Gottes auf alles Fleisch wird fallen. Amen. Und das ist im zweite Kapitel von der Apostelgeschichte, Vers 17. Und das ist ja, dass wir uns das bewusst sind, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wo auch Gott zu den Leuten im Alten Testament geredet hat, natürlich auch in Bezug, was wird kommen. Und da heißt es, in den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Und ich lese da aus der Menge-Übersetzung, weil ich finde, er übersetzt das recht genial oder gut. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, sodass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, oder andere Übersetzungen sagen Weissagen, und eure jungen Männer Gesichte, andere sagen Visionen, haben oder schauen und eure Greise Offenbarungen in Träume empfangen. Da heißt es, dass andere Übersetzungen sagen, dass die Alten Träume haben werden, oder? Menge sagt, dass die Alten Offenbarungen in Träumen empfangen. Und Manfred Roth übersetzt das ziemlich ähnlich eigentlich, dass die Schriftstelle, auch dort geht es auch, dass in diesen Träumen, Vers 17, Alten werden im Traum Visionen empfangen. Alte werden, also ältere Leute, man kann jetzt darüber streiten, was ist jetzt mit alt gemeint, sind das Senioren vom Alter her
alte Leute gemeint oder sind alt, reif in Christus damit gemeint? Und ich gehe eher davon aus, dass es der reife Punkt ist. Dass wenn wir reif sind in Christus, dass Gott auch zu uns reden kann. Oder dass sein Geist, wenn er in Manifestation ist, auch wenn wir einen Traum haben, dass in diesem Traum Vision, Offenbarung vorhanden kann sein. Das ist die eine Stelle, wo das Wort Traum gebraucht wird. Die andere Stelle ist im Judas. Judas, Vers 8. Und da müssen wir vielleicht, damit wir den Zusammenhang haben, vielleicht vom Vers 5 her schauen, wo er sagt, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie. Also, jetzt im Zusammenhang sehen wir, dass der Judas da über Leute redet, die vom Glauben in dem Sinn abgefallen sind oder nicht glauben. Er nimmt das Beispiel von den Juden. Er hat sie befreit und dass da immer noch Leute gewesen sind, die auch ungehorsam gewesen sind. Er nimmt den Vergleich, den er mit Sodom und Gomorra macht, wie das Gericht über sie gekommen ist. Und er sagt, ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, die Herrlichkeit aber lästern sie. Also da wird das Wort Traum oder Träumende wird in einem sehr negativen Sinn wird gebraucht, also nicht als ein Beispiel, wo wir können sagen, dem müssten wir nacheifern, oder? Sondern dem müssten wir eher widerstehen, oder? Dass wir nicht dem Beispiel nacheifern, dass wir zu diesen Träumenden werden, die die Herrschaft von Christus verachten tut und seine Herrlichkeit verlästern tun, oder? Das ist nicht das Ziel, oder? Also da sehen wir das zweite Mal, wo das Wort Traum gebraucht wird, im Neuen Testament, ist es nicht in einem Zusammenhang, wie wir es könnten brauchen, dass Gott durch Träume zu uns reden tut, sondern es bringt im Zusammenhang dort, wie Gott eigentlich zu uns, oder wie das Leute sind, Träumende, wo scheinbar nicht ganz wach sind, weil sie die Wahrheit nicht sehen oder nicht wollen sehen und sich wie Träumende, wie Schlafwandelnde behandelt oder aufführen und so eigentlich zum Gericht verfallen sind. Also wir sehen das ganze Neue Testament und gehen selber schauen, ob ihr es irgendwo mehr findet, aber es ist nicht vorhanden. Und das bringt mich grundsätzlich rein von der Bibelübersetzung, Interpretation, von der Interpretation von der Bibel bringt es mich da dazu, dass wenn das ein wichtiges Thema wäre, dann würde Gott darüber reden. Oder dann würde er mehr darüber reden. Dann würde er uns Beispiel geben.
wo wir dem könnten nachfolgen, oder? Und da das eben nicht vorhanden ist, müssen wir auch davon ausgehen, dass es gar nicht so wichtig ist. Man könnte die Schlussfolgerung machen, es ist gar nicht so wichtig, dass wir über diesen Bereich, sagen wir, etwas wissen, oder dass Gott über diesen Bereich zu uns reden will. Wir haben aber sehr wohl im Neuen Testament enorm viele Schriftstellen und enorm viele Hinweise, wie das der Heilige Geist zu uns reden tut. Das haben wir. Wir haben es, wie er durch Vision zu uns reden tut, wie er im Gebet zu uns reden tut. Wir haben Schriftstellen, wie das Wort zu uns reden tut. Dass, wenn wir das Wort lesen, dass das Wort ein Leuchte ist auf unserem Pfad und dass wir das Wort vor den Augen behalten, dass das Wort der Maßstab ist und so weiter. Wir haben sehr vieles über das Sprechen im Heiligen Geist und über Offenbarung, die geschehen tut, dass wir auch im Gebet können, Epheser und Kolosserbrief, die Gebet können beten. Damit wir Erkenntnis, damit wir Offenbarung bekommen, dass wir die Tiefe, die Dimensionen von der Liebe Gottes können erkennen. Das ist ja auch eine Offenbarung, die geschieht. Ein zusätzliches Wissen, wo wir uns sonst nicht irgendwie haben können aneignen. Und all das sehen wir, wo Gott darüber redet, wie Gott darüber redet, auch über Geistesgaben, wie es Gaben gibt von der Offenbarung, die Sachen aufzeigen, sei das Wort von der Erkenntnis, das Wort von der Weisheit oder die Unterscheidung von den Geistern, wo Gott auch dadurch kann Wegweisung geben oder kann Instruktion, Offenbarung kann geben, beziehungsweise zu uns Menschen reden. Wir haben sehr wohl sehr viele Schriftstellen darüber, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern dass wir Söhne sind, dass wir adoptiert sind. Wir haben Schriftstellen darüber, wo sogar Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt nicht, meine Schafe verstehen meine Träume. Wenn es in erster Linie wäre, dass Gott durch Träume würde zu uns reden, oder wenn das ein wichtiger Teil wäre, oder ein grosser Aspekt, sagen wir mindestens ein Viertel davon, dann würde doch das irgendjemand erwähnen. Müsste doch das irgendjemand erwähnt sein, dass Gott weiterhin durch Träume zu den Menschen reden tut. Aber es ist im Neuen Testament, in den paulinischen Schriften, beim Johannes, beim Petrus, beim Jakobus, ist nicht vorhanden. Und somit müssen wir davon eigentlich ausgehen, dass es in der neutestamentlichen Lehre kein Thema ist. Oder es sollte kein Thema sein. Ihr schaut mich an, wie wenn ich von einem anderen Planet wäre. Aber alles, was wir machen, ist, dass wir einfach das objektiv anschauen, oder? Dass wir verstehen, wie das Gott zu uns reden tut. Und wenn wir vielleicht zurückkehren zu diesen zwei Bibelstellen, insbesondere die Bibelstelle aus dem Hiob Kapitel 33, wo viele Leute, die in dem sogenannten Traumdeutungsdienst drin sind, und da musst du nicht viel Mühe geben. Da kannst du einfach das googlen und dann kommt eins nach dem anderen vor und kannst dort ein bisschen schauen. Und dann wird oftmals auch diese Schriftstelle wird zitiert, was das für sie offensichtlich ein Stück weit eine Grundlage ist. Wo Leute sagen, ich habe den Dienst, ich habe einen Traumdeutungsdienst, ich habe einen prophetischen Dienst. Paulus, und du kannst jede paulinische Schrift, jeden Brief, den Paulus geschrieben hat, lese mal den Anfang, lese mal die Begrüßung. Er sagt nie, ich habe einen prophetischen Dienst. Er sagt nie, ich habe apostolische, ich habe das. Sondern er sagt immer, mir ist Gnade gegeben worden. Gott hat mich da drin nie gesetzt. Und das müssen wir verstehen. Und ich sage jetzt nicht, ich will jetzt auch niemanden anklagen, überhaupt nicht. Das müssen sie selber verantworten. Aber
Wenn jemand in einem Dienst ist, dann ist es nicht so, dass ich den Dienst habe. Sondern Gott schenkt den Dienst. Gott beruft. Aber dann ist es Gnade, wo Gott dir gegeben hat und die Salbung, die er dir gegeben hat. Aber es ist etwas anderes zu sagen, ich habe den, oder? Es könnte manchmal auch ein Stück weit Stolz überkommen, oder? Und das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie wir einen Dienst sollen vertreten, oder? Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass wenn man in einem Dienst drin ist, und das hat Paulus auch gemacht, dass er sehr mutig war und sehr, sehr stark zu dieser Salbung, die Gott ihm gegeben hat, auch gestanden ist. Und wenn da, was sie angefochten worden ist, hat er sie auch verteidigt. Er hat sein Apostelamt verteidigt. Aber nicht in dem Sinn, dass er der Besitzer davon ist. Sondern dass er der Verwalter davon ist, dass Gott ihm die Gnade gegeben hat, in dem Amt innen zu wirken. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder sehen müssen, oder? Dass wir auch von uns selber uns in diese Haltung oder in die demütige Haltung hineinbringen, wo wir abhängig sind von unserem Gott. Das ist nicht etwas, was ich habe. Und man sieht auch sehr oft auch mit im Zusammenhang, wenn man mit so Diensten ein bisschen Informationen holt, sieht man sehr oft auch, dass es auch verknüpft ist mit Prophetenschulen und so Sachen, oder? Wo man auch kann sich darüber streiten, ob das überhaupt etwas Neutestamentliches ist oder nicht. Aus meiner Sicht ist eine Prophetenschule etwas, was im Alten Testament ist, und im Neuen Testament gibt es das nicht. Du kannst nicht lehren, Prophet zu sein. Du kannst nicht lehren, Apostel zu sein. Das ist etwas, wo du trainieren wachsen tust, in ein Amt hineinwachsen tust und wo man nicht an eine Schule gehen kann und wenn man die Schule abgeschlossen hat, dann nachher prophetisch oder in einem prophetischen Dienst ist in dem Sinn. Das ist für mich, aus meiner Sicht heraus, ist das Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber das verhält für mich nicht. Wir müssen verstehen, was der prophetische Dienst im Alten Testament ist und was er im Neuen Testament ist und dass der eine ganz andere Funktion hat. Im Alten Testament, die Leute und all die Leute, die einen Traum hatten, das sind alles Leute, die entweder Gott gesucht haben, eine Verbindung mit Gott hatten, vielleicht haben sie Gott überhaupt nicht gesucht, das sind einfach Menschen gewesen. Aber wir müssen auch bewusst sein, dass die Menschen haben Christus noch nicht hatten. Die sind noch nicht von Neuem geboren gewesen. Die haben den Geist Gottes nicht in sich innen gehabt, geschweige denn den Heiligen Geist. Sie sind nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott hat sie müssen, weil er sie nicht hat können von innen führen durch den Geist Gottes, hat er sie müssen von außen führen. Er hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, dass er zu ihnen geredet hat oder dass ein Prophet zu ihnen geredet hat. Und im Alten Testament ist der Priester ist das Amt gewesen, wo die Menschen zum Priester gegangen sind und der Priester hat nachher ein Sühnopfer und den Opferdienst verrichtet Gott gegenüber. Das hat nicht jeder das gemacht. Saul, als er nicht gewartet hat, bis der Samuel gekommen ist und er einfach gesagt hat, ja, das kann ich auch, ist er sehr stark angefahren worden vom Samuel. Und er hat gesagt, was du gemacht hast, ist nicht recht. Und er hat sehr stark für das bezahlt. Und im Alten Testament sind Priester diejenigen gewesen, die für die Menschen zu Gott geredet haben, könnte man sagen, oder kommuniziert haben. Und Propheten sind die gewesen, die von Gott zu den Menschen geredet haben. Aber wir sind nicht mehr im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament. Wir haben den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, es ist gut. Und darum sehen wir auch schon im Leben von Jesus, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, sehen wir schon, dass auch dort keine Träume vorhanden sind. Weil sie haben Jesus gehabt. Sie haben Jesus können fragen.
Und Jesus hat dann gesagt, ich, das, was ich euch sage, ist das, was ich vom Vater gehört habe. Und im Neuen Testament haben wir gesehen, dass der Prophet und der prophetische Dienst eine Änderung bekommen hat, dass er nicht mehr in erster Linie ist, er ist nicht in erster Linie derjenige, der einen Weg oder irgend für andere Menschen sagt, Gott hat gesagt, du musst das und das und selbst tun. Du musst dort deine Lehre machen und der Schöne ist nicht der Richtige und du musst dort und dort und du musst dieses machen, oder? Du musst diese Person heiraten. Das ist Altes Testament. Und wir müssen, dort ist es wichtig, dass man immer wieder die Dispensationen auch voneinander halten tut. Und wenn wir zurückkehren, nochmal, ich versuche immer wieder zu dem Hiob 33 zu kommen. Der Hiob 33, dort redet weder Gott, weder der Hiob, sondern derjenige, der reden tut, ist der Eliu. Und er maßt sich selber an, dass er Sprachrohr Gottes ist. Und aus seinem Mund kommt der Vers, kommt die Aussage, dass Gott in der Nacht, wenn wir am Fuße sind, Träume macht und er uns Tore öffnen tut. Aber das ist eine Aussage, die der Elihu macht. Das müssen wir verstehen. Es ist wichtig, dass wenn man so einen Vers nimmt und den einfach in Anspruch nimmt und sagt, im Traum, in der nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer, auf dem Lager, dann öffnet er die Ohren der Menschen oder dann öffnet er die Herzen der Menschen. Es ist wichtig zu verstehen, wer sagt die Aussage. Und das ist jemand, wo in einer von meiner Bibeln steht sogar als Übersetzung, also als Überschrift Elihu, wo sich anmaßt oder wo sich selber hinstellt, dass er Sprachrohr Gottes ist. Und der Elihu, wir wissen, seine Freunde, die haben auf ihn eingeredet und haben ihm Verschiedenes gesagt und haben ihm auch gesagt, verflucht doch dich, verflucht deine Frau und stirb. Ja, ist das gleiche Wort? Das ist aus diesen Leuten gekommen, oder? Sollen wir das auch für uns in Anspruch nehmen, oder? Es ist wahr, dass der Elihu das gesagt hat, aber ist das wirklich auch die Wahrheit, die von Gott kommt? Und vor allem, wenn wir schauen, dass ja Gott nachher zum Hiob reden tut. Und Gott persönlich zum Hiob kommt und anfängt mit ihm zu reden, oder? Und Gott mit dem Hiob redet und im Anfang Fragen stellen. Wo bist du gsi, wann ich dich geschaffen habe? Wo bist du gsi? Weißt du noch, wann ich meine Armspanne genommen habe und den Himmel ausgemessen habe? Kannst du mir das noch erklären? Kannst du mir noch erklären, wie das passiert ist, wo du im Mutterleib geschaffen worden bist? Und all die Fragen, die er ihm stellt. Und der Hiob muss sagen, zu jeder einzelnen Frage muss er sagen, ich weiß es nicht, Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und auf das aber sagt ja der Hiob dann nach fast bald 40 Kapitel: Vom Hörensagen habe ich vernommen, aber jetzt habe ich meinen allmächtigen Gott kennengelernt. Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt weiß ich, wie er ist. Mit anderen Worten, der Hiob hat während dieser ganzen Zeit, während dieser ganzen Phase, sein Verständnis, sein Gottesbild sehr stark revidiert. Er hat sehr stark festgestellt, dass was er gemeint hat, was richtig war, offensichtlich gar nicht so richtig war, sondern falsch war, dass er eine falsche Vorstellung von Gott hatte, geschweige denn seine Freunde, die ihm da die super Ratschläge gegeben haben.
Und wir können nicht so einen Vers nehmen und aus dem aus eine Grundlage machen, dass Gott die Nacht zu uns reden tut und unsere Ohren öffnen tut und so weiter. Das wäre widersinnig. Das für guter, vernünftiger Bibelinterpretation widerspricht das. Was für einen Vers meinst du? 29? Aha, ja, den habe ich jetzt nicht angeschaut. Ja, aber das ist immer noch der Elihu, der das redet. Oder? Das kommt aus dem Mund raus von einem Elihu. Die Frage ist, das andere, was wir auch verstehen müssen, ist, dass das Buch Hiob ist. Die meisten Theologen gehen davon aus, ist das älteste Buch in der Bibel. Obwohl sie damit drinnen steht, oder? Kurz vor, gerade vor den Psalmen. Aber dass das eins von den ältesten, wenn nicht das älteste Buch ist, von der Bibel. Mit anderen Worten, die Erkenntnis, die die Leute hatten, die Erkenntnis, die auch der Hiob hatte, und das ist ja die zentrale Aussage vom ganzen Buch Hiob, ist, dass Gott, oder dass der Hiob eine Vorstellung hatte von Gott, und dass er Angst gehabt vor Gott und darum aus dieser Angst heraus auch sicher ein gewisses Türchen aufgetan hat. Und aus lauter Angst hat er geopfert und war immer ängstlich gewesen, dass seine Söhne sich versündigen gehabt haben. Und schlussendlich kommt er aber zur Einsicht, dass Gott grossartig ist. Dass Gott der Beste ist, sein bester Partner. Und er sagt, ich habe von dir gehört, wie du bist, aber jetzt erkenne ich dich. Oder? Und wir hören manchmal vielleicht auch irgend von einer Person etwas. Oder wir werden vorgestellt, oder eine Person wird uns vorgestellt und wir können uns eine gewisse Ahnung machen, wer das ist. Aber es ist völlig etwas anderes, wenn wir nachher die Person nachher in Realität können kennenlernen. Und genau das ist mit dem Hiob passiert. Dass er Gott wirklich hat kennengelernt. Und das ist so etwas Wichtiges, dass man das versteht. Und mir geht es da nicht in erster Linie die ganze Theologie vom Hiob zu hinterfragen oder anzuschauen, sondern dass man einfach versteht, die Aussage, die gebraucht wird, der Vers, der gebraucht wird, wo man oftmals scheinbar als eine Grundlage nimmt, führt zum Traumdeuten eigentlich nicht eine gute, wichtige Grundlage ist. Weil sie nicht verheben tut. Weil sie nicht eine Aussage ist, erstens nicht von Gott, sondern von jemandem, der versucht, Gott zu erklären. Und der versucht, für Gott zu reden. Aber schlussendlich hat Gott selber zum Hiob geredet. Wo dann alle mal geschwiegen haben und mal in alle Argumente ausgegangen sind, hat Gott zum Hiob geredet. Und wir müssen einfach verstehen, dass in erster Linie das Träume, dass man, wenn wir über Träume reden oder über das Deuten von Träumen, dass wir erstens mal auch uns bewusst sind, was meinen wir da damit, oder? Was ist da damit gemeint? Wir haben manchmal hören wir das Wort Vision, oder? Oder wie es auch jetzt Pastor Manfred übersetzt das in seiner Übersetzung so, dass sie in den Träumen Offenbarung haben. Menge übersetzt es auch so, dass sie in den Träumen in Visionen haben, die Offenbarungen haben. Und das hat einen völlig anderen Aspekt, oder? Und dass wir müssen wissen, dass der Nummer 1 Weg, wie Gott uns führt und wie er uns leiten tut, ist durchs innere Zeugnis. Das müssen wir einfach wissen. Da müssen wir uns fixieren, dass Gott in erster Linie, so wie er es auch sagt, im Römer Kapitel 8, Vers 14, dass er, dass seine Stimme, dass wir wissen, wer wir sind in Christus, dass wir wissen, dass wir eine Stimme haben in uns innen, dass unser Geist, unser wiedergeborener Geist, mit uns kommunizieren tut. Beziehungsweise, dass der Heilige Geist zu unserem wiedergeborenen Geist reden tut und ein Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind.
Und das ist so etwas Wichtiges, das können zu erkennen, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, auch da heisst, wir werden durch den Geist Gottes geleitet, das heisst nicht durch Träume, in erster Linie, oder? Das heisst auch nicht Vision, obwohl Menschen Visionen hatten und immer noch Menschen Visionen haben. Und das kann passieren, das sehen wir. Aber das sehen wir auch, das können wir wieder zusammen sehen mit dem 1. Korinther Kapitel 12, wo wir die Geistesgaben von der Unterscheidung von den Geistern haben, wo man in einen geistlichen Raum hineinsehen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht, wenn auch jemand in einem Schlaf ist, oder beim Petrus, könnte man ja auch, du hast den Petrus erwähnt, was heisst, dass der Petrus auf dem Dach war und da hungrig war, oder? Und währenddem, dass sie etwas zubereitet haben, hat er seine Zeit verbracht und hat noch gebeten gehabt, oder? Und dann ist er ja in eine Trance gekommen. Heisst es in Apostelgeschichte, was ist das, 10, oder? Ja, da heisst es im Vers 9, Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 9, am folgenden Tag, aber während jene reisten, also das sind schon die Leute vom Cornelius, wo Gott zu ihnen geredet hat durch eine Vision, sind schon unterwegs gewesen, reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde, das ist am 12. auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Gewisse Übersetzungen sagen, er ist wie in eine Trance gekommen. Und er sieht, und seht ihr das, er sieht den Himmel geöffnet. Und das ist einfach ein Unterschied, ob jemand träumt oder ob jemand sieht. Offensichtlich ist das ein Unterschied. Er hat gesehen. Das ist genau die Geistesgabe von der Unterscheidung von den Geistern, dass er in einen geistlichen Raum hineingesehen hat. Und Gott zeigt ihm ja dort das durch, das weiße durch mit dem reinen und unreinen Tier und sagt, Schlacht und iss. Und dreimal wiederholt er das ganze Szenario, bis der Petrus begreift, was Gott rein gemacht hat, muss offensichtlich rein sein. Er versteht Botschaft, oder? Aber die Worte, die da gebraucht werden, kannst du im Urtext nachschauen, ist nicht Traum, sondern ist in eine Verzückung gekommen, er ist in eine Vision gekommen, ist in eine Trance gekommen und er hat den Himmel geöffnet gesehen. Er hat gesehen, hat mit. Und es gibt verschiedene Visionen, oder gewisse sagen offene Vision, dass sie mit offenen Augen, also mit den physisch offenen Augen, in geistlichen Raum können nie sehen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit geschlossenen Augen, und das könnte in einem Traum innen sein, es könnte man so auch deuten, dass in einem Traum innen eine Vision, eine Geistesgabe von der Unterscheidung von den Träumen kann vorhanden sein. Aber wenn so etwas passiert, dann ist es in erster Linie nicht daran, dass man irgendeinen Traumdeuter oder einen Traumdeutungsdienst anruft oder ein Mail schickt und versucht herauszufinden, was das bedeutet hat. Sondern ich glaube, dass Gott so klug ist, dass er weiss, wie mit uns kommunizieren, sodass wir es verstehen, oder? Und dass er nicht über Ecken und nicht über in dem Sinn, über das Medium muss zu uns gelangen. In der Woche habe ich in einer Radiosendung haben sie etwas gebracht, wo sie darüber geredet haben, über den Schatz von der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn. Der muss ziemlich wertvoll und ziemlich gross sein und so weiter. Und sie haben dort verschiedene Büsten, zum Beispiel eben auch vom St. Urs und vom Viktor. Und es war interessant, sie haben gesagt, also die
Museumswärter, beziehungsweise wo dort von dieser Stiftskirche, von dieser Kathedrale das machen. Sie haben gesagt, wir beten Büsten nicht an. Wir tun die Reliquien nicht anbeten, aber sie sind für uns ein Medium, sie sind für uns ein Mittel, um Gott, zu Gott zu kommen. Oder? Also auf der einen Seite sagen sie, eben, sie beten die Büste, das Silber oder ja, die Form oder das Bild, das tun sie nicht anbeten, sondern es ist eben ein Medium, es ist ein Vermittler, wo ihre Gebet über das Vermittlungsbüste, Urs oder Viktor oder wer immer das ist, nachher zu Gott kommt oder umgekehrt nachher wieder zu ihnen kommt. Oder? Und das ist genau das, wo wir nicht brauchen. Wir brauchen kein Medium mehr. Ja, natürlich sind das Statuen. Aber für sie ist es wichtig, das können zu feststellen, wir beten nicht Statuen an, sondern für sie ist es wichtig, dass das ein Medium, ein Vermittler ist, um so zu Gott können zu gelangen. Oder? Und die Bibel sagt, dass es keinen anderen Vermittler mehr gibt, außer den Vermittler Jesus Christus. Und das ist derjenige, der zu uns reden tut und sein Geist. Und alle anderen, zum Beispiel Josef oder die drei Weisen, haben ja die Treue verstanden gehabt. Richtig, ja. Sie sind selber darauf gekommen, was es bedeutet. Das hat Gott durch die Brot direkt trotzdem zu ihnen geredet und sie verstanden. Sicher, das kann man sicher so anschauen. Das ist eine wichtige oder gute Beobachtung, ja, dass Leute, die Gott fremd gewesen sind oder nicht gottgläubig gewesen sind oder dem hebräischen Gott nicht gläubig gewesen sind, der Traum, den sie hatten, haben sie realisiert, da ist Gott am Reden. Aber sie haben es nicht können deuten, sie haben es nicht können für sich umsetzen, oder? Und haben die Hilfe eben von einem Prophet in dem Sinn auch gebraucht gehabt. Von jemandem, der den Kontakt von Gott hatte. Und das war im Alten Testament der Prophet, dass er gesalbt war, dass der Salbung der Heilige Geist auf ihm war, um so Sachen in diesem Dienst zu wirken. Aber im neutestamentlichen prophetischen Dienst ist der Prophet ist in erster Linie einer, der das Wort Gottes predigt. Was Wort Gottes proklamiert, was Wort Gottes lehren tut. Und das natürlich in erster Linie auch aus der Inspiration raus. Aus ihrer direkten Inspiration raus. Dass in die Situation, sei das für eine Gemeinde, für eine Situation, für ein Land oder wo immer das die Person ist, die Botschaft kommt, die direkt vom Himmel, sozusagen vom Thron Gottes, durch die Inspiration vom Heiligen Geist, durch den Prophet oder die Prophetin an die Menschen gerichtet worden ist. Und das ist der prophetische Dienst und nicht in erster Linie ein prophetisches Wort für jeden zu haben. Weil da kann auch vieles einfach produziert werden. Es ist interessant, Kenneth Hagin und auch andere, nicht nur er, auch andere haben die Aussage gemacht, dass sie manchmal in einem Gottesdienst, wo die Erwartung so stark da war und die sicher in einer Art und Weise, in einer reinen Form da war, dass sie eine Erwartung hatten, dass jetzt der Dad Hagin oder wer immer das war, anfängt zu prophezeien. Dass er manchmal gesagt hat, er hat das auch uns in der Bibelschule gesagt, dass er manchmal abgeklemmt hat und den Gottesdienst geschlossen hat. Weil er nicht hat wollen, unter dem Einfluss von der Erwartung von Menschen hat wollen dienen, sondern unter der Inspiration.
Und er hat gesagt, er hätte prophezeien können. Er hätte loslegen können. Aber er hat es nicht gemacht, bewusst nicht gemacht, weil er nicht unter die Erwartung hat wollen kommen, die die Menschen haben. Und aus der Erwartung heraus, das die Motivation war, warum er prophezeit. Versteht ihr, was ich meine? Sondern, dass er es aus einer reinen Inspiration hat wollen geben. Und nicht, dass er selber in den Bereich kommt, wo manchmal sehr, 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 sehr fein ist, wo man ins Seelische hineinkommt oder wo man etwas macht, was von einem verlangt wird oder erwartet wird. Da müssen wir bewusst sein, auch so sogenanntes prophetisches Dienen, einander prophetisch dienen, auch das ist etwas, was häufig angeboten wird, dass irgendwelche Leute in einem prophetischen Dienst sind oder auch prophetische Seelsorge so gemacht wird. Dass man so Leute um einen herumstehen oder wie das immer gehandhabt wird und nachher wird einfach mal gelost und dann wird er mal drauf los. Prophezeit oder geredet oder betet. Und ich sage nicht, dass das grundsätzlich, dass das sicher auch Leute und Inspiration geben vom Heiligen Geist, die Sachen auf den Nagel treffen tun. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch bewusst sein, wenn das schematisch gemacht wird, wenn das angeboten wird als ein Programm, dann können wir auch in Gefahr kommen, dass wir nachher einfach produzieren. Und was produzieren wir denn? Wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, dann ist es seelisch. Oder es kann unter Umständen sogar familiäre Geister sein, dass man sich anderen Sachen anhängt und Wahrsagegeister und solche Sachen von dieser Seite her anfängt, prophezeien. Und dann ist man völlig in einem anderen Kapitel drin, oder? Und deshalb gilt es in solchen Sachen einfach vorsichtig zu sein. Ich bin voll dafür, dass Gott durch einen auch dienen und Inspiration gibt und ein Wort oder eine Ermutigung und weiss ich nicht was hat. Das darum 1. Korintherbrief 12 und 14 so wichtig, oder? Oder auch Apostelgeschichte, wo wir all die Beispiele haben, wie Gott geredet hat und wie auch Prophezeiung für Paulus Bestätigung war, wo wir auch sehen, wie sie falsche Auslegung hatten, wie sie Paulus gesagt haben, geh nicht nach Jerusalem. Und Paulus sagt, mal, ich gehe nicht, ich muss gehen. Ihre Auslegung war, wenn Bande und Trübsal auf dich wartet, dann bleib da, bleib bei uns. Und der Paulus hat gesagt, nein, von Stadt zu Stadt, wo ich hingehe, und jetzt sind auch bei euch, wo ich bin, in Caesarea, beim Philippus, beim Evangelist, wo Töchter gehabt hat, Jungfrauen, wo prophezeit haben zu ihm geredet gehabt. Nachher der Agabus, der gekommen ist, der Prophet, und den Gürtel genommen hat und gesagt hat, der wird gebunden werden. Ihre Interpretation war, gang nicht. Und Paulus sagt, nein, es ist mir bezeugt worden von Stadt zu Stadt, dass mir Trübsal und Bande wird dort auf mich warten. Aber ich werde gebunden und ich bin parat, gebunden zu werden und ich bin parat, vor einem König und vor einem Kaiser zu treten, weil das war das, was Gott mir gesagt hat. Das ist meine Berufung. Und ich bin parat, für meinen Christus sogar zu sterben. Er hat das gewusst. Für ihn war das nur eine Bestätigung. Aber die Leute haben das auf ihre Art interpretiert. Und ich glaube, wir haben das genau gleich gemacht. Ich glaube, ja, unsere Schlussfolgerung wäre auch gewesen, hey Paulus, bleib doch da, geh ja nicht, oder? Er muss nicht jetzt. Wart doch noch ein bisschen ab. Und dass wir das sehen, oder? Dass das ein wichtiger Teil ist. Die Führung im Neuen Testament ist in erster Linie durch das Wort Gottes, wie es auch im Alten ist, und zusätzlich durch den Heiligen Geist, das innere Zeugnis, und zusätzlich zu dem Offenbarungsgaben. Das ist die hauptsächliche Art und Weise, wie der Heilige Geist, wie Gott uns führen tut. Visionen sehen wir im Neuen Testament.
Und das sehen wir immer wieder, dass Leute Visionen hatten, wie da der Petrus, wie andere auch. Und, aber da sehen wir immer, wie sie klar gesehen haben. Sie haben entweder klar mit offenen Augen gesehen, oder sie haben, es gibt verschiedene andere Beispiele, wir könnten die alle anschauen. Der Petrus, der den Himmel auch geöffnet gesehen hat. Der Paulus, der zum Simon, dem Zauberer, sagt: Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle und in Ungerechtigkeit verstrickt bist. Er sagt: Ich sehe das. Er hat im Moment hat er das gesehen. Was hat er gesehen? Er hat nicht den Heiligen Geist gesehen, sondern er hat den Zustand vom menschlichen Geist gesehen, dass er in bitterer Galle verstrickt ist. Das ist die Art und Weise, wie man in Sachen hinein sieht. Stephanus, der den Himmel auch geöffnet gesehen hat, der Herr zur Rechten Gottes steht. Hat das gesehen. Jesus, wo der Nathanael berufen hat, im Johannes Kapitel 1, Vers 47, wo er gesagt hat: Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Und so sehen wir das, wie im Neuen Testament, wie im Gegensatz zum Alten Testament, der Heilige Geist nicht auf den Menschen, oder teilweise auf Menschen war, aber gar nicht in den Menschen, ist der Traum oder auch das Fließ, wo der, Gideon, genau, wo ja das Fließ ausgelegt hat. Gott hat zu ihm geredet, der Engel ist zu ihm gekommen und der Gideon hat gesagt: Okay, ich lege das Vlies aus, ich lege das Schaffell aus, und morgen soll das Schaffell trocken sein, aber rundum soll alles voll Tau sein. Dann weiss ich, dass du zu mir geredet hast. Und am nächsten Morgen war es so gewesen. Und der Gideon sagte: Okay, damit ich ganz sicher bin, soll es umgekehrt sein, das Vlies soll nass sein und die ganze Wiese rundherum soll trocken sein am Morgen. Und Gott hat auf das reagiert. Aber das ist Altes Testament, oder? Und das ist nicht Neues Testament. Das ist nicht so, wie wir geführt werden, wie wir geleitet werden. Es sind schon so viele, sind da drin hingehört, dass sie so Sachen gemacht haben, dass sie selber Fliess ausgelegt haben. Und auch ein Traum kann schlussendlich ein Fliess sein. Weil viele Träume sind seelisch. Sie kommen von der Seele, oder? Und ich glaube, gerade dort, wo Leute einen Traum haben, der manchmal eine Bedeutung hat. Die Frage ist: Siehst du etwas im Traum? Ist dort eine Gabe von der Offenbarung vorhanden? Und wenn Gott durch dich reden tut, wenn du am Fuße bist, dann glaube ich, entweder, wenn Gott redet, dass das einem wachschüttelt, dass das einem weckt, sodass man da ist. Und vor allem, dass wenn Gott redet, dass wir verstehen, was er sagt. Weil das ist das andere. Du kannst sogar auf dem Internet kannst ganze Bücher diesbezüglich kaufen, wo du kannst lesen, wo eine Interpretation ist für Träume. Also da weißt du, dass der Äpfel, was für eine Bedeutung dass der Äpfel hat, wenn du von einem Äpfel träumt hast. Das weißt du, wenn du von einem Fuß träumt hast, was das bedeutet, dass du Land betretest und weiss ich nicht was. Und die Interpretation. Und das kann sehr gefährlich werden, dass man dort in ein Schema reinkommt, wo man seelische Sachen, Bilder, die man sieht, versucht anhand von einem Schema, anhand von einem Diktionär, von einem Traumlexikon zu interpretieren. Das ist sehr gefährlich. Ich glaube, das kann oder führt schlussendlich, glaube ich, einfach nur zu Frustration. Gott hat uns sein Wort gegeben, wo eine absolute Wahrheit ist. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben, den er uns damit erfüllt hat und eine Fülle gegeben hat. Und wenn wir uns das vorstellen, was wir haben, ist so viel mehr. Und das gab vielleicht in den Bereichen, wo du angesprochen hast. Was für Herrlichkeit
gehört in unsere Dispensation rein? Und was für Herrlichkeit gehört, oder was für Manifestationen von Herrlichkeit gehört in eine andere Dispensation rein? Oder was für eine Dimension oder Manifestation von Herrlichkeit hat in einer früheren Dispensation reingehört gehabt? Und wir sind immer noch in einem Zeitbereich, wo wir im Glauben wandeln dürfen. Und auch in Bezug auf Herrlichkeit. Die Bibel redet davon, dass wir in Herrlichkeit sind. Dass wir mit Herrlichkeit gekrönt sind. Auch wenn wir keine Manifestation davon sehen, oder? In dem Sinn. Aber dass wir uns bewusst sein können, die Herrlichkeit, die ist da. Mit der hat er uns gekleidet. Sein Wort sagt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und manchmal suchen wir vielleicht das Falsche. Wir suchen irgendeine Manifestation von außen. Und ich glaube, das ist auch spektakulärer, vielleicht am Träumen und am Traum deuten, weil das spektakulärer ist. Wenn man etwas trainieren kann, deuten. Und das Gleiche ist auch mit den Zahlen. Ich mag mich erinnern, ich war mal in einer Bibelschule und habe gelernt über den Heiligen Geist und Gaben. Und genau das da habe ich gelernt, den ganzen Ordner. Und nebst dem war ein anderer Pastor, der hat über Zahlen gesprochen. Die Bedeutung der Zahlen und so weiter und so fort. Ja, das sehe ich schon auch, dass die hebräische Sprache hat eine Bedeutung und das Alphabet und jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert und so weiter. Aber man kann dort sehr schnell mal so etwas Magisches, Mystisches hinkommen, dass man jedes Wort und jede Zahl nur noch analysiert anhand von irgendetwas. Und das ist nicht der Heilige Geist, der uns führt. Oder? Der Heilige Geist ist ein Partner, ein Helfer, der mit uns ist, Tag ein, Tag aus. Er führt uns, er leitet uns. Und auch in Bezug auf Träume, dass wir, vielleicht würden wir gescheiter sagen, ich habe eine Vision gehabt. Weil dann tun wir uns distanzieren. Dann nehmen wir als Vokabular, das die Bibel braucht. Wir würden auch viel gescheiter sagen, die Bibel redet nicht von Bildern. Und so viel hört man das, auch in charismatisch, auch in Wort- und Glaubenskreisen, hört man ja an ein Bild gehabt. Die Bibel redet nicht von dem. Die Bibel redet nie, ich habe ein Bild gehabt. Lass uns doch sagen, ich habe eine Vision gehabt. Das wäre schriftgemässer. Oder wenn du Gott dir ein Bild gegeben hat, klar sehen wir das. Gott hat dem Petrus ein Bild gegeben, aber das war eine Interpretation. Lass uns die Interpretation suchen, oder? Lass uns, wie das Wort Gottes sagt, lass uns die Auslegung, lass uns Gott suchen dafür. Was hast du damit, was willst du mit dem bewirken? Was willst du uns sagen mit dem? Weil auch ein Bild kann seelisch sein, oder? Oder könnte. Aber es ist sicher ein Unterschied, dass wenn wir, ich glaube schon, dass Gott so Mini-Visionen geben kann, absolut. Aber lass uns doch eher sagen, zum Beispiel, ich habe eine Mini-Vision gehabt. Ich habe etwas gesehen wie eine Vision, wie ein Bild, wie ein Dia, wie etwas, das einfach peng aufgeleuchtet hat. Dann habe ich es gesehen und dann ist es wieder verschwunden, oder? Und ich glaube, das sind Sachen, weil in unserer Fantasie sehen wir alle Sachen. Und die können gut sein, die können schlecht sein, die können seelisch sein, die können, weiß ich nicht, was alles sein. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir so Sachen nicht vergeistlichen, sondern dass wir in dem Sinn, was wir damit meinen, ein Bild haben. Lass uns nicht nur ein Bild weitergeben, sondern lass uns vor allem weitergeben, was Gott hat wollen sagen. Oder dass vielleicht das ein Bild auch ein Ansatz sein für ein Wort, für eine Prophezeiung, für eine Weissagung, oder? Und das viel mehr dem Wort Gottes würde entsprechen.
Okay. Gut. Auch wenn wir jetzt nochmal noch ganz am Schluss im Neuen Testament wichtige Entscheidungen, die getroffen worden sind. Sei das bei den Aposteln, sei das in den Gemeinden, sei das Apostelkonzil und so weiter. Bei all diesen wichtigen Entscheidungen, da sehen wir nicht, dass Träume involviert waren. So, wir sehen, es sind Visionen involviert gewesen, ist Weissagung ist involviert gewesen, Geistesgaben sind in Manifestation gewesen, diese Sachen sind in Manifestation gewesen, oder? Aber nicht Träume. Ja, das auch. Ja, zum Teil sicher, ja, auf Anfang, ja. Aber die wichtigen Entscheidungen, oder? Die sind nicht durch Träume gefallen. Und wenn das ein maßgebendes eine Routine oder eine Art und Weise ist, wie Gott handelt mit dem Leib Christi, dann würden wir das im Neuen Testament sehen. Und dann wäre das nicht etwas, was jetzt einfach plötzlich erscheinen tut. Oder? Aber ich wollte auch nicht sagen, dass jetzt jeder, der irgendwie Traum deutet und so weiter, dass ich sie die irgendwie in eine Ecke schmeißen und die verteufeln und so weiter. Überhaupt nicht. Aber Paulus hat gesagt, lass uns geistlich interpretieren, fleischliches. In dem Sinn aber auch seelisches, seelisch. Und das ist wichtig. Und glaube, das ist eine zentrale Sache, warum dass so Sachen immer wieder kommen und populär werden. Weil die Lehre über Geist, Seele und Leib, wie auch das kleine Büchlein dort vorne vom Andrew Womack, das ist etwas vom Genialsten, wo wir am Rema haben können lernen, auch von Kenneth Hagin. Geist, Seele und Leib. Dass wir das unterscheiden und lernen und wissen, was ist mein Fleisch, wo redet, was ist meine Gefühl, wo redet und was ist mein Geist, wo redet dort. Wenn wir das haben, dann egal was passiert, dann bist du immer auf der richtigen Linie. Weil dann kannst du deinem inneren Zeugnis folgen, egal was andere sagen. Und wenn die Massen und alle zusammen irgendetwas im Hinternachher rennen, wenn du kein Zeugnis hast, dann lass sie. Lass sie einfach sein. Vater, wir danken dir für deine Führung, für deine Leitung. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und dass wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Und dass der Heilige Geist unserem wiedergeborenen Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass genauso und auf die genau gleiche Art und Weise du auch zu uns sonst kannst Sachen sagen und mit uns kannst reden, kommunizieren und dass wir dich können verstehen. Vor allem, wir loben dich, wir preisen dich für dein Wort, das uns führt, das uns leitet und danke dir einfach da dafür. Danke, Herr, dass wir nicht auf äußere Sachen abhängig sind, sondern dass wir das in einen irdischen Schatz in uns innen haben, dass du in uns innen lebst. Halleluja. Dass wir der Tempel sind vom Heiligen Geist. Halleluja. Und wie der Paulus sagt, wisset ihr nicht. Und vor allem, wir danken dir einfach wirklich dafür, dass wir nicht nach außen müssen, gehen Hilfe holen und suchen, sondern dass du zu uns redest. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen.